Sonnen ist einer der Pioniere von Heimspeichern. Für uns ist es wichtig, das Stromnetz intelligent zu machen und gut zu nutzen. Wir haben das Projekt mit der Sonnen GmbH Anfang 2017 gestartet. Als Startup hat sie sich damals damit beschäftigt, die Speichermedien, die sie anbieten, nicht nur in den einzelnen Haushalten aufzustellen, sondern die auch miteinander zu vernetzen. Die Sonnen GmbH hatte ein ganz rudimentäres ERP-System, was aber keine finanzbuchhalterischen Prozesse abbilden konnte. Und wir konnten mit Best Practices und mit S4HANA unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Wir hatten vor unserer SAP-Einführung sehr unterschiedliche Systeme und deshalb war es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir über SAP auch an skalierbare Prozesse gekommen sind und dadurch in der Lage sind, international wachsen zu können und zu skalieren. Und das ist der Unterschied vielleicht von einem kleinen Startup dann zu einem Unternehmen, welches dann wirklich irgendwann über Hunderte zu Tausenden von Mitarbeitern kommt, dass man da wirklich ein solides Fundament braucht. Und das wird nur dann gehen, wenn man auf der einen Seite ein Unternehmen mit der Erfahrung und der Größe einer SAP hat, aber gleichzeitig auch einen Implementierungspartner, der in der Lage ist, sowohl das Lokale als auch das Zentrale abzubilden. Insofern sind wir sehr, sehr happy in unserer Kooperation mit NTT und mit SAP. Ich habe das damals so empfunden, dass die NTT Data Business Solutions, die SAP-Produkte und die Sonnen GmbH ein Perfect Match waren. Die richtigen Partner zur richtigen Zeit, und das ist auch genau die langfristige und nachhaltige Beziehung, die wir uns wünschen, mit einem partnerschaftlichen Kunden eben gemeinsam arbeiten zu können.